gut, alle die okay. Wiedersehen. Sonst noch irgendwas jetzt so? Ah, yay. Haben wir auch geklärt. Marktplatz. Ich. Hallo. Hallo. Okay, gut. Hey, Papa. Ja? Gerade dachte ich noch, dass alles besser wird. Da kommt ein Engel. Ich habe immer noch nichts zu verkaufen. Ich hätte da mal eine Frage. Hm? Was ist los? War jemals ein Mädchen namens Erin hier? Erin? Was sollte sie hier wollen? Wenn du auf der Suche nach Informationen bist, solltest du wohl eher mal bei Sisters Junk anklopfen. Ich wette, Erin hat das auch gemacht. Meinst du? Vielen Dank dafür. Eisendrick. Danke, dass du uns die Hyperzelle geschenkt hast. Engel. Ich bin auf der Suche nach einem Sentinel namen. Hast du Sue in letzter Zeit gesehen? Ich weiß nicht genau, was du... Ich will nichts mit irgendwelchen Sentinels zu tun haben. Sie sterben so schnell und verletzen die Gefühle. In Ordnung. Danke für deine Hilfe. Was wird? In Zion gibt es Regeln, aber es gibt immer welche. Und deshalb solltest du darauf achten. Warten. Eine schäbige Stadt. Verwahrlost, geschwächt und Engel? Kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten? Kennst du zufällig einen Sentinel namens Sue? Nein, ich... nein, kenne ich nicht. War das dann alles? Ich habe nichts Falsches getan. Ich... Okay, danke für deine... Engel, ich habe gehört, du versuchst uns Mother Sphere. Bitte segne diesen... Ich untersuche etwas und bra... Engel. Oh, Engel. Gesegnet. Ich werde antworten, so gut ich kann. Also los, frag nur. Sag mir, was du über einen Sentinel namens... Ach, der. Er hat einen Händler gesucht. Er wollte dringend etwas kaufen. Ich habe ihm gesagt, er soll sein Glück auf dem Markt versuchen. Das war alles. Okay, danke, dass du mir geholfen hast. Danke, Engel. Ich stehe... Hola. Kaya, wie geht's dir? Kaya? Ah, Engel. Ich wusste nicht. Ja, was soll denn dann? Kaya, ich müsste dich da mal etwas fragen. Gern, Engel. Was ist denn? Ich suche einen Sentinel namens Sue. Hast du nicht kürzlich mit ihm gesprochen?
Woher weißt du das denn? Na endlich. Sue ist verschwunden. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir bei der Suche helfen würdest. Du meine Güte. Wie soll ich sagen? Also, dieser Sentinel Sue hat nach einer Unterkörper-Exospine gesucht. Für medizinische Zwecke. Natürlich gibt es so etwas äußerst Seltenes nicht hier bei uns. Ich habe ihm deswegen gesagt, dass er sowas nur findet, wenn er an einen Ort geht, wo während des Krieges Vorräte gelagert wurden. Wie in der Nähe des Solarturms im Ödland. Hat er erwähnt, was er mit der Exospine genau vorhat? Hat nur gesagt, dass sie jemand dringend benötigt. Das war alles, was er mir verraten hat. Oh, Engel. Ich hoffe wirklich, dass ihm nichts Schlimmes zugestoßen ist. Das finde ich schon heraus. Vielen Dank. Nee, das ist allein gewählt, so schwierig. Hallo, Engel. Hi, Kap. Ich wünsche... Kaya, kann ich dich was fragen? Klar. Kennst du zufällig Aaron? Aaron? Dann hast du die Geschichte wohl bereits gehört. Welche denn? Über sie und ihren Vater Lyle. Sie standen sich sehr nahe, kümmerten sich umeinander, aber sie hatten Geldprobleme. Aber seit Lyle diesen stehenden Buddha hat, hat er sich verändert. Er hält ihn für seinen Schutzengel und glaubt sogar, er sei eine Verkörperung von Mother Sphere. Und nach einiger Zeit wurde seine Besessenheit immer schlimmer. Vermutlich wollte Aaron ihn deshalb loswerden. Sie hat mich nach einem Ort gefragt, an dem man ihn verstecken kann, sodass niemand ihn findet. Scheint mir, als wäre das etwas Persönliches. Und wo ist Aaron? Die Trümmerfelder. Da steht ein Gebäude mit Kuppeldach. Die Leute nennen es Villa. Sie wurde von seltsamen Drohnen erbaut und niemand geht dorthin. Ein perfektes Versteck. Okay, danke. Nett. Willkommen, Engel! Wir sehen uns. Willkommen! Markieren. Ja, da oben sehe ich die Anzeige. Ich war gerade massiv verwirrt, hä? Ach, mal los. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wir fast 95 LP werden hergestellt, wenn ein Musik wird. Das ist geil. Das ist ja sehr vorwurfend. War schon nett. Das ist alles. Ja, ich das hoffe. Ja, voll gerne. Jetzt, wo du dich bewiesen. So, ich bin dir brav gefolgt. Was jetzt? Hey, ganz ruhig. Ich bin nur der Bote. Hier, nimm. Was? Das ist ein Terminal. Ist mit einem Quantenpasswort geschützt. Was soll ich denn damit machen? Da fragst du die falsche Person. Ich wurde nur beauftragt, dir dieses Terminal zu geben. Dann viel Glück. Hey! Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Gut. Ich würde jetzt noch gerne zu den Solarfeldern. Gerne mit dem
gesprochen. Mensch, ist die Elektronik top stabil, wa? Und da. Hey, du, Engel. Geschichte? Ich bin interessiert. Meine Güte, das ist ja mal eine Überraschung. Freut mich sehr, dass es dich interessiert. Die Bürger hier sind zu erschöpft oder abgestumpft, um die Wunder der Geschichte zu begreifen. Nun, ich weiß nicht so recht. Ich interessiere mich besonders für organische Zivilisationen, so wie die Menschen, die vor uns hier waren. Leider sind uns nicht viele Aufzeichnungen erhalten geblieben. Als würde man nicht wollen, dass wir sie sehen. Ist das nicht seltsam? Auch wenn die Geschichte vernachlässigt wurde, nirgendwo werden organische Menschen erwähnt. Es fühlt sich fast an wie verbotenes Wissen. Na, ist das nicht aufregend? Ha, und wie? Neugier ist der Antrieb der Menschheit. Wir lernen unentwegt. Hör mal, ich habe da schon eine Idee, wie man an solche Aufzeichnungen über organische Menschen rankommen könnte. Ich habe gehört, du hast die Halle der Aufzeichnungen in Aedes 7 besucht. Stimmt das? Und du hast dort eine Hyperzelle gebaut. Das kann sein. Allerdings... Ja, dann erfüll mir bitte einen Wunsch. Bitte recherchiere nach Informationen zu organischen Menschen über das Terminal in der Halle der Aufzeichnungen. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Aber die Halle der Aufzeichnungen ist doch längst... Eve, hör mal. Du solltest dich mit dem Informationsterminal über den Türschalter beim Eingang verbinden können. Lily, möchtest du vielleicht mitkommen? Natürlich, ich bin doch neugierig. Ich will unbedingt mehr von der Zivilisation vor uns erfahren. Gut. Wenn ich wieder in Aedas 7 bin, halte ich danach ab. Sehr schön. Ich bleibe hier. Ja, top, hopp und so weiter. Ja, nun komm, lass noch mal den Laberer. Ich habe keine Visibonik, da einfach die Telefonzelle legen kann. Lass es der gleiche. Sind das Heckenkeiler? Das sind aber ganz schön viele. Wie ich das hier ver... Das ist... Das ist doch seine Waffe. Lass mal sehen. Er muss sie im Kampf verloren haben. Viel Munition ist nicht mehr übrig. Das ist kein wirklich gutes Zeichen, oder? Nein, er ist hier nicht gestorben, da bin ich mir sicher. Wenn er sie bei einem Angriff verloren hätte, wäre seine Leiche hier irgendwo. Ja.
jetzt noch. Hm. Zerhackstückelt. Diese Leichen. Sieht für mich so aus, als wären sie schon länger tot. Was heißt? Man muss einiges drauf haben, um im Ödland zu überleben. Sue hat das Zeug dazu. Oder er hatte einfach Glück. Wurde noch zusammengegrabbelt. Aber auch Bremse vorne oder nur vorne? Da. Schön, besser. Laut den Informationen aus dem Untersuchungslager hat Sue irgendwo in der Nähe dieses Gebiets nach etwas gesucht. Er war hier in mindestens einem nicht. Und du denkst, er hat einen Fehler gemacht? Oder wurde überrascht? Alles schief gegangen? Ich habe die gesammelten Daten mit dem Scanner. Möglicherweise scheinen hier noch nicht viele Leute zu sein. Ich hoffe, er ist am Leben. Ja, das hoffe ich auch. Also, oh, scheiß Mission hier. Ach, jetzt ist unwahr. Nein. Oh, ich bin gerade letztendlich der alte Zieht bei mir, ne? Michael. Machen wir das. Nicht. Da war der unten lang, gell. Okay.
guter Ort sein, um sich zu verstecken. Stimmt. Ich gehe rein. Vorsicht. Wir wissen nicht, was da drin ist. Aber wo? Ist verkackt, der Hund. Wer ist da? Ah, da ist der Herr. So, ich bin es. Ist alles in Ordnung? Engel, wie... Ich nehme an, du weißt schon alles, wenn du mich hier gefunden hast. Wie du siehst, war ich unvorsichtig. Ein Wunder, dass ich noch lebe, aber ich wurde am Arm verletzt. So konnte ich nicht kämpfen. Sondern nur wegrennen und mich hier verstecken. Es war ziemlich knapp. Aber ich habe die Teile für Enyas Beine bekommen. Doch es war umsonst. Ich war zu schwach, um zurückzukehren. Was ist bloß in dich gefahren, dass du sowas Gefährliches tust? Ohne Enya etwas zu sagen? Naja, ich konnte Enya überhaupt nicht helfen. Wärst du nicht gekommen, wäre ich... Ich wäre... Wäre... Jetzt reiß dich mal zusammen. Gehen wir zurück. Und zwar sofort. Enya braucht dich. Jo, würde gut direkt mal machen. Richtig. Nun komm, kack dir aus. Na, Papa? Oh, Eve. Eve. Was ist denn mit Sue passiert? Es ist ihm doch nichts Schlimmes widerfahren, oder? Na, geht so. Nein, keine Sorge. Er war auf der Suche nach einer seltenen Ausrüstung. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, dass du mit deren Hilfe wieder laufen kannst. Was? Dann lief alles aus dem Ruder und plötzlich steckte er im Ödland fest. Sue, komm doch rein. Willst du ihr den Rest erzählen? Jetzt Klatsche macht, das Ding machen müssen oder so. Es tut mir leid. Du dachtest, ich wünsche mir zu laufen? Na ja. Natürlich will ich das. Aber... Aber was? Gehen zu können ist bedeutungslos, wenn ich dafür dich verliere. Enya, es tut mir leid. Ich habe mich so nutzlos gefühlt, konnte nur warten und zusehen. Ich wollte helfen. Ich wollte dich einfach wieder laufen sehen. Mehr nicht. Wirklich. Vergib mir. Mach das ja nie wieder. Was heißt das? Ernst. Niemals wieder. Rotkopf. Und jetzt anmontieren. Und lass mich jetzt auf dem Tisch liegen. Ja. Nee, da. Yay. Fuck, verdammt. Tommy. Der ewige Narr. Ob tot oder lebendig. Ja, das, okay. Alla. Eve, da bist du ja. Dank dir muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Es ist so schön, dich wieder singen zu hören. Passt doch, oder? Kein Zufall. Oh, Eve. Falls du Sue unterwegs nochmal besuchen könntest. Aber sollte jetzt bei ihm nicht alles in Ordnung sein? Ich mach nur Spaß.
war anscheinend nicht lustig. Überhaupt. Bitte hier, ne? Bist du? Mein Freund? Schon. Engel, du darfst den Weg des Exils nicht ohne Erlaubnis benutzen. Ah. Selbst für dich gibt es da keine Sonderbehandlung. Hey. Shit. Gucken. Mal. Telefon. Schätze, meine Schätze. Ja, man kommt zu. Du willst meine Schätze? Von welchen Schätzen? Nein. Hast du da? Ich nehme sie dir nicht weg. Schätze. Meine Schätze. Das sind... Du hast die Memory Sticks für dich behalten, weil du sie für Schätze hältst? Meine Schätze. Ich bin geflohen. Ich musste Schätze, die Schätze. Mhm. Von wo bist du geflohen? Willst du mir helfen? Die Schätze, die große Wüste. Ruinen im Sandsturm. Ich verlor meine Schätze. Okay, okay. Okay. Hinter mir. Rechts. Rechts. Links. Lockdreh oder was? Ah, stimmt. Toll. Gut, das wurde nicht. Super mit davon. Kein Schaden. Das noch auftragen vor, ne? Gerade auf. Zwei Live-Rechten. Ah. Laufarbeit hier. Engel? Engel? Lass das. Ich bin kein Engel. Ich bin. Ein Kind? Engel? Der nette Mann da drüben hat mich gebeten, dir das zu geben. Was ist das? Keine Ahnung, aber ich habe einen Auftrag erledigt. Mach's gut!
Ich war ganz nah an dem Engel dran. Sehr seltsam. Irgendein Kind zu schicken, statt selbst zu mir zu kommen. Was ist das für ein Programm? Petelos Plaza. Was für ein schwammiger Auftritt. Kann sein. Das finde ich. Oh, es kommen auch die Zinsen immer auf. Komm. Rätsel nehme ich mir jetzt noch hin. Nee, nehme ich mir nicht. Ich geh aber dahin. Und guck ich mir zumindest mal an. Was würde ich noch machen?
Dieses Rätsel ist schwerer als das davor. Aber lösbar. Dieses gibt egal. Oh, hör mal. Ein schwarzes Brett? Gut. Ich spüre die Verzweiflung meines Auftraggebers. Sollte ich helfen? Gucken, da vorne in dem Gebiet abgeht. Und dann können wir mal drüber reden, ob wir einfach mal den scheiß Planeten hier verlassen. Weg ins Ödland, Leute. Boah, kein. Warte sogar mit Glitzer.
Arschmelzen. Kack. Wir wollten auch eine Stunde machen können. Ich im Verstand mit Erde. Ah, okay. Dann haben wir es für heute. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch auf YouTube. Danke, dass ihr meine Qualen und mein Leid auch ein bisschen mit ertragt. Ich würde mal sagen, für alle Beleidigungen, ihr wisst Bescheid, es handelt sich nur ums Game und ja, genau so. Ich freue mich auf die nächste Session. Ich muss mal gucken, wie ich das zurecht schneide und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.